Vielen Dank, Leo, für deine Message. Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was wolltest du heute sagen? Also man hat so einen Berufungsmoment, wie bei David, wo der Heilige Geist auf dein Leben kommt, oder? Und dann ist es so, dass es nicht gerade beginnt als ein König, sondern er ging wieder da zurück, wo er gestartet hatte und ging eigentlich so einen Prozess in seinem Leben. Und das ist in unserem Leben auch so, Gott gibt mir eine Bestimmung, eine Berufung, einen Traum, was auch immer. Und dann denkt man, es kann losgehen und dann beginnt eigentlich der Spannungsprozess. Erlebnis, weil du das Alte gefällt dir nicht mehr, weil du plötzlich eine Vision bekommen hast für das Neue. Und in diesem Spannungsfeld, du lebst man dann verschiedene Stationen, wo der Geist von Gott aber dir hilft, das zu überwinden. Ja. Ich zum Beispiel, also wenn du hast, ich habe noch nicht so einen Berufungsmoment erlebt. Ich gehe einfach den nächsten Schritt, ich mache, was vor meinen Füßen liegt. Ist denn das falsch? Nein, das ist nicht falsch. Das ist auch gut. Ist manchmal auch das Berufungsmoment ist ja auch manchmal, es kann sein, dass du eine Vision bekommst für eine Church. Ja. Du bist ja zum Beispiel mit deiner Familie integriert in der Church. Es kann etwas sein, dass du sagst, wir leben für eine Church. Das kann auch ein Berufungsmoment sein, wo ihr euch entschieden habt, by the way, euer Leben in die Church hineinzugeben. Dann würde ich jetzt hier ein bisschen, ich weiß, was du meinst, aber ein bisschen so widersprechen, weil oft hat man so etwas Großes im Kopf in dem Sinne. Das muss nicht immer der Fall sein. Aber nur schon zu sagen, ich diene der Church oder ich beginne eine Micro-Church, kann etwas sein, was groß ist. Aber dann, wie gesagt, geht man dann doch wieder zurück an die Arbeit und hat die Arbeit und so. Und dann ist man in der Spannungsfeld zwischen, wo ist man wirklich in der Realität mit Kindern groß zu ziehen und denkst, ja super, jetzt habe ich gar keine Zeit, noch das zu tun in der Church. Und dann Genau. bist du wieder gespalten. Ja. Das wollte ich eigentlich mit dem erklären. Ah, ja, genau. Wie kann ich denn unterscheiden zwischen meinen Träumen, egoistischen Träumen und Gottes Berufung? Das ist auch jetzt eine gute Frage, auch nicht ganz so einfach zu beantworten. Für mich, ich sage den Leuten immer generell, solange es moralisch und ethisch korrekt ist, was du hörst, tu es. Ja. Weil ich finde, sonst leben wir Christen oft in einer extremen Blockaden. Man macht lieber nichts als etwas falsch. Und ich sage lieber, du machst etwas falsch, weil dann bewegt man sich. Wie ein Auto, das nie fährt, kann man nicht steuern. Und ich finde, Passivität ist nicht etwas, was Gott uns gegeben hat, sondern Geist der Kraft, der Liebe und auch der Besonnenheit. Und ich sage immer, der Filter ist, es muss moralisch und ethisch korrekt sein. Und dann bete ich immer, Gott, ich gehe jetzt und ich mache Vollgas. Und wäre ich in der Gefahr, dir untreu zu werden, der Psalm von David, dann führe mich zum Weg zurück. Dann kann Gott wieder Türen zumachen, Türen öffnen. Es ist einfacher, jemand zu leiten, der sich bewegt, zu stoppen, als jemand Genau. zu pushen. Weil Ja. zu pushen braucht viel mehr Es Energie. ist Darum man sollte in der Bewegung sein. hochanstrengend. Hochanstrengend. Nein, ich habe das auch Ja. manchmal, ich habe das ja oft, ich danke, ist jetzt das auch mein Gedanke Ja. gewesen. Es ist immer eine Kombination Ja. zwischen meinen Gedanken, meinen Gefühlen, weil am Ende vom Tag arbeitet Gott mit dem Material, das er hat in dem Sinne. Ja. Und ich habe ja das Beispiel gebracht von diesem Filmemacher und da haben Leute gesagt, ja gut, du hast die Kamera gesehen. Und dann kann man eben die Logik brauchen. Und das mag alles so sein, Ja. aber es hat ihm total geholfen in dem Moment. Ja. Das ist so krass, weil das denke ich auch oft und bitte den Heiligen Geist. Und dann denke ich auch, ja gut, eben, das war jetzt gerade und deshalb habe ich das jetzt. Aber schlussendlich, eben wenn es dem anderen hilft und du ja den Heiligen Geist bittet, dass er zu dir spricht, dann spricht er vielleicht eben so. Ja, oder zum Beispiel, wir waren auf einer Terrasse und dann haben wir über dich gesprochen, zum Ja. Beispiel. Ganz einfaches Beispiel. Und dann sagt Susanne, komm, wir haben über dich gesprochen, was du alles gut machst. Das ist wirklich so eine Lobeshymne hinter dem Rücken. Also, das gibt es voll auch. Dann sagt meine Frau, komm, jetzt machen wir eine Sprachnotiz. Und in dem Moment habe ich es doof gefunden. Ja. Habe gedacht, ja, nein, das ist doch etwas persönlich, was ich sage. Dann haben wir es gemacht, dir geschickt und dann bewegt das etwas. Das muss ich Ja, mit dem sagen. Manchmal sind Dinge ja, mega. viel einfach und man denkt dann viel zu viel darüber nach. Versteht sie es richtig? Geht es in den richtigen Hals, falschen Hals? Weißt du, was ich Da meine? steht Und man es einfach aus so. lauter Denken macht man gar nichts und Ja. verpasst eigentlich eine Person zu Genau. ermutigen. Ja. Gutes Genau. Beispiel, oder? Gutes Beispiel, ich war so beflügelt. Ja. Genau. Und Aber gell, für das uns, ist krass. man hat dann die Frage gestellt, ist nicht ein bisschen zu pushig, Überhaupt ja, nicht. aber Ja. das war dann meine Ja. Frage. Ja, es ist dann schnell ein bisschen zwischen Manipulation und Ermutigung, Ja. ist manchmal mega, mega Ja. nahe. Ja. Aber ich habe es richtig verstanden. Und jetzt noch eine Frage. Muss ich immer unten durch, bevor mich Gott beruft? Es ist eben nicht unten durch für Gott, es ist für uns unten durch. Ja. Das ist ganz gut gesagt. Gott sieht es Ja. nie mit dieser Perspektive. Ja. Ich versuche das auch immer zu erklären, weil wir definieren auch Erfolg zum Beispiel anders als Gott oder auch schön oder nicht schön. Sagen, oh, das ist eine schöne Person, oh, Ja. die ist hässlich, die Person. Gott hat diesen Filter Ja. nicht. Das ist interessant. Gott schaut uns an und sagt, wow, du bist ein Ebenbild, du bist ein Teil von mir. Und darum unten durch würde ich nie so, das ist ein Wording, das wir brauchen, so fühlen wir uns. Genau. Aber aus der Perspektive von Gott,
Gott und sagen, hey, es ist ja der geradlinigste Weg überhaupt, genau. da hinein. Aber diese Wörter Sinne. Ungeduld oder eben all diese Wörter sind für uns eben anstrengend. Das ist ja. Das habe ich so Gott. Genannt, weil das ist das, was ich fühle, so ja. wie ich es war. Für Gott ist es nicht so quasi, jetzt musst du dich beweisen, sondern da hat er die besten Worship-Lieder geschrieben. Weil interessant in der Geschichte von David war dann gewesen, Saul bekam einen bösen Geist. Und er fragte, gibt es nicht jemand, der Gitarre spielen kann, wo der Geist mhm. weggeht? Dann sagen sie, wir haben mal gehört von jemand. Und dann haben sie den David gebracht. Also genau. Das hat man gehört. Aber der hat gelernt, im Verborgenen diese Lieder zu schreiben. Und dann ging der Dämon weg. Der kam mit einem hin und sagt, da gib mir mal Gitarre. Genau. Hat noch nie gespielt, die Anointing ja. kommt. Also was er lange da gelernt vorher gemacht. Ja, und das ja. sieht man dann nicht. Man liest nur, er kam, hat gespielt und der Geist ging weg. Genau. Dann sagen wir zum Beispiel, mhm. wenn wir worshipen, geht der Heilige Geist weg. Und dann denken die Worshipper, ja, wir müssen gar nicht proben, gar nicht üben, ja. weil es ist ja nur der Geist Gottes. Genau. Aber dass David da geprobt und gespielt und geübt hat, stundenlang, vergisst man. Und darum habe ich das auch betont, weil wir Christen lassen immer diesen Teil auf, weil ja. das ist der mühsame, anstrengende Teil. Haben das Gefühl, es muss sofort und jetzt. Und, ja. Hey, vielen Dank, Cleo. Könntest du für uns noch beten und für all einfach die Leute, die zuschauen, damit wir einfach den Heiligen Geist hören und spüren dürfen und auch handeln dürfen? Mache ich sehr, sehr gerne. Also ich möchte dich segnen im Namen des Vaters, das ist der Gott, der Schöpfer. Ich segne dich auch in dieser Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das meine ich mit dem, du bist versiegelt und der Geist Gottes wohnt in dir als ein Zeuge, als eine Ermutigung, als jemand, der dir Kraft gibt, auch eine Disziplin gibt, weil du hast nicht den Geist der Angst bekommen, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und auch der Besonnenheit. Und ich bete, dass du unterscheiden kannst, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Und ich bete auch, dass du einen Herzensstil entwickelst, wo du sagst, wenn Gott an meiner Seite ist, dann kann nichts in deinem Leben dir im Wege stehen und es kann dich auch nicht blockieren, weil Gott immer einen Weg findet in deinem Leben. Amen. Amen. Vielen Dank, Cleo, für dieses Gespräch. Und genau das wünsche ich dir einfach nächste Woche, dass du den Heiligen Geist erleben darfst, dass er lebendig ist in dir und dass du ihn spüren darfst und auch so handeln darfst. Jetzt wünsche ich dir einen super Tag und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.